Ja, es geht darum, diese Gleichung nach x zu lösen. Okay, das war bei x plus 4 gleich 9x minus 2. Wir müssen versuchen oder wir werden versuchen, die x auf einer Seite zu schaffen. Hier, damit ich diese Minus vermeide, werde ich die x auf der rechten Seite schaffen. Ich habe links, wie immer üblich ist. Ja. Ich male einfach, ich nehme eine andere Farbe und erkläre ich das, wie ich es malen soll. Ich werde einfach diese 3x auf die Seite schieben und gleichzeitig werde ich versuchen, diese minus 2 auf diese Seite zu schieben. Dabei wird sich immer der Vorzeichen nicht ändern. Hier ist plus eigentlich quasi plus 3x, wird minus 3x werden. Und hier ist minus 2, dann wird auf der anderen Seite plus 2 werden. Also, ich ändere wieder die Farbe. Also hier 2, quasi plus 2, plus 4 ist gleich 9x minus 3x. Also 6. Gleich 6x, 9x minus 3x ist gleich x. Das heißt, x ist gleich 1. Okay, die nächste Aufgabe wäre diese. 7x minus 9 gleich 5x minus 9. Das hat ja auch erledigt. Nächste Aufgabe. Okay, der nächste wäre 7x, wie gesagt, minus 9 gleich 5x minus 5. Ich hatte keinen Platz mehr gehabt, deswegen. Also 7x minus 9 gleich 5x minus 5. Jetzt werde ich nicht mehr. Okay, was ist günstiger jetzt eigentlich? Die x auf die linke Seite oder auf der rechten Seite? Wir schieben eigentlich die linke Seite. Das heißt, wieder eine Farbe. Also, ich werde einfach diese 5x auf die Seite. Gleichzeitig die minus 9 auf der anderen Seite. Wie gesagt, wir ändern sich immer die Vorzeichen. Also hier 5x werden minus 5 sein, 5x werden. Und hier minus 9 werden dann plus 9 werden. Also, ich hätte wieder die Farbe. Also 7x minus 5x ist gleich minus 9, also 9 minus 5. 2x, 5x minus 5x ist gleich 2x. Ist gleich 9 minus 5 ist gleich 4, das heißt, x ist gleich 2. So einfach ist das. Dankeschön.